Ich bin raus. Ja. Dead stand da einfach nur. Toll. Ja, nein. How about no? Wo fahre ich überhaupt hin? Oh, das ist unfair. Ich sehe nicht, wo ich ausweichen muss. Nehmen Sie meinen Arm. Okay. Halten Sie sich an diesem Seil fest und schließen Sie die Augen. Okay. Was war das für ein Geräusch? Hallo? Kann ich meine Augen wieder aufmachen? Ich habe fast keine Kraft mehr. Ah! Ganz ruhig, Brian. Du kannst es schaffen. Du musst nur... Was nähert sich da von unten? Ja? Ich muss so schnell wie möglich hier raus. Komm schon. Verschlossen. Mit bloßen Händen bekomme ich das nicht auf. Ja. Hab's ja begriffen. Oh, oh. Schneller, Brian. Schneller. Ah. Folgen Sie mir, Herr Pasternak. Ihre Bewertung beginnt gleich. Was? Bitte beeilen Sie sich. Sie verfolgt uns. Warten Sie. Sie sind zu schnell. Nein, die Wahrheit ist, du bist zu langsam. Huch. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Da nicht. Da war eine Sackgasse und ich glaube, da lag nur eine Leiche. Ich hoffe, ich muss nicht da oben lang. Oh, Kaffee. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das schlecht war, dass ich hier lang bin. Vielleicht war es auch nicht schlecht, dass ich hier lang bin. Wer weiß. Oh oh. Wasser. Oh, vielleicht war es genau richtig, dass ich hier lang bin. Oh, Gott sei Dank. Es ist die Hexe! Es ist! Beruhigen Sie sich, Herr Pasternak. Hier sind Sie in Sicherheit. Dieses Büro gehört nicht zum Unternehmen. Wir sind sogar in einem anderen Gebäude. Entschuldigen Sie meine Manieren. Ich habe mich nicht richtig vorgestellt. Ich heiße Marshall. Es ist mir eine Freude, Sie persönlich kennenzulernen. Mein Name ist Pass. Wir kennen Ihren Namen, Herr Pasternak. Wir haben Sie seit Ihrer Ankunft heute Morgen beobachtet. Sie erinnern sich wahrscheinlich nicht daran, aber ich habe Ihnen persönlich Ihr erstes Hexenpapier gegeben im Aufzug, nachdem Sie Ihren Vertrag unterschrieben hatten. Aber wer sind Sie? Was ist das für ein Ort? Darf ich meine Kollegen vorstellen? Wir sind alle Teil des USSR. USSR! Union der Syntrakorps-Syndikat-Revolutionäre. Sind Sie eine Gewerkschaft? Genau, wir sind der Betriebsrat und wir sind hier, um Ihre Rechte gegen die oligarchische Unterdrückung dieses gefühllosen Megakonzerns zu verteidigen. Danke. Wir wissen sehr gut um die Hölle, mit der Sie konfrontiert sind und mit der sich viele andere Menschen wie Sie täglich auseinandersetzen müssen, Herr Pasternak. Deshalb möchten wir, dass Sie Ihre schwere Last mit uns teilen und durch dieses Treffen können wir die notwendigen Kräfte für die anstehende Aufgabe sammeln. Es wurde Zeit, dass mir jemand zur Hand geht. Nach dieser Vorstellung und wenn es Ihnen angebracht erscheint, führen wir nun die Leistungsbewertung Ihres ersten Tages im Unternehmen durch. Oh, okay. Wenn Sie nichts dagegen haben, bleibe ich auf dem Boden. Mein Magen ist etwas nervös. Sagen Sie mir, Herr Pasternak, von 1 bis 5. Wie würden Sie die Zugänglichkeit der Arbeitsschutzmaßnahmen des Unternehmens beschreiben? 1? Ich habe keine gesehen. Aha. Von 1 bis 5.
Wie beurteilen Sie den Zustand der Haushaltsgeräte in der Kantine des Unternehmens? Oh, die waren top. 5. Interessant. Die nächste Frage ist der Schlüssel. Welches Maß an Sauberkeit und Hygiene haben Sie in den Toiletten und/oder Waschräumen Ihres Bürogebäudes vorgefunden? Aber worum geht es hier? Und wie wollen Sie mir bei irgendwas helfen? Verdammt nochmal! Ich bitte aufrichtig um Entschuldigung, Herr Pesternek. Wir sind uns sehr bewusst, dass dieses Formular dringend erneuert werden muss. Aber was bringt dieses Formular überhaupt? Das gesamte Unternehmen ist eine Katastrophe und es sterben dort Menschen. Es gibt nichts, was Sie tun können, um die Hexe zu besiegen. Wir hoffen, ab morgen mit der Eingliederung des neuen Generaldirektors viel mehr helfen zu können. Generaldirektor? Meinen Sie einen Chef? In der Tat. Ohne Chefs könnten wir bei niemandem etwas ablehnen oder verhandeln. Aber wenn alles nach Plan verläuft, wird Syncracorp um Mitternacht wieder einen Vorsitzenden haben. Und wer wird es sein? Ihr Partner, Hugo. Was? Aber was? Wie ist das möglich? Wer entscheidet über diese Dinge? Es ist ein automatisches System, das in der Satzung der Firma festgelegt ist. Demnach wird der Generaldirektor im Falle einer ungerechtfertigten Abwesenheit nach 12 Monaten ersetzt. Sein Nachfolger wird der nächstranghöchste Arbeitnehmer. Dieses System springt seit über einem Jahrzehnt von einem vermissten Arbeiter zum nächsten. Und gerade heute ist der letzte Tag für den nächsten, der kein anderer als Herr Hugo ist. Oh, du meine Güte. Das muss um jeden Preis vermieden werden. Können Sie nichts tun? Es tut mir leid. Wollen Sie mir sagen, dass niemand länger da ist als Hugo? Und dieser blonde Mann im 9. Stock? Hat es nicht einen höheren Rang im Unternehmen? Die wenigen noch Lebenden waren auf Hugos Geburtstag. Und was Mr. Spader betrifft, er gehört nicht zur Belegschaft. Er ist ein Leiharbeiter. Bitte, es muss jemand anderes geben. Es gibt tatsächlich eine Ausnahme von der Regel, aber heutzutage ist sie unmöglich. Diese Satzung wurde in den frühen Jahren des Unternehmens erstellt und der Text kennzeichnet ein besonderes Erbrecht für die Syntra-Familie. Das heißt, wenn ein Mitglied der vorgenannten Familie auftaucht, könnte er oder sie die Stelle sofort beanspruchen. Aber das ist unmöglich, weil sie alle tot sind. Ray Syntra. Wer? Ich muss hier raus. Ich muss zurück in mein Büro. Aber Herr Pesternek, der Arbeitstag ist vorbei. Ich muss gehen. Ich muss zurückgehen. Ich muss kotzen. Well, that escalated quickly. Mein Kopf tut so weh. Ich bin in meinem Büro, oder? Ich vermute, es war alles nur ein böser Traum. Ich werde für eine Weile arbeiten und... Eine weiße Rübe? Und Plastikgeschirr. Ist das noch einer von Hugos Scherzen? Er hat mir sogar dieses Plastikmesser gelassen. Brian! Nein, nein, nein! Was ist denn los, Brian? Syntra, bitte hilf mir! Warum benutzt du nicht den Dolch? Dunkeltuten. Mein Kopf. Bin ich wieder in meinem Büro? Ja. Das Team der USSR dankt Ihnen für Ihre Bewertung. Willkommen bei Syntracorp. Sie haben ein Blatt Hexenpapier erhalten. Funktioniert mein Rechner noch? Mehr oder wie... Jäger. Syntra. Syntra ist zerstört. Was mache ich nur ohne sie? Oh, eine Mail. Hiermit informieren wir unsere Mitarbeiter über die kürzlich erfolgte Ernennung des hervorragenden Herrn Hugo zum Generaldirektor von Syntracorp. Komme ich noch hier drüben lang? Komme ich. Halt. Komme ich nicht. Ah, es ist zugestellt. Okay.
Aber die Schaukel ist noch da. Erstmal schaukeln. Okay. Na, wie gut, dass ich Chapman noch vorher in den vierten Stock befördert habe. Was? Wer? Es hat gerade geklopft. Nein, ich kann keinen Kaffee mehr kochen. Nichts. Ich speichere lieber erstmal. Hexenpapier. Ein Kinderwagen. Ja. Ich glaube, der Schrankmann aus Büro D ist rausgekommen. Ich glaube, der Fahrstuhl geht nicht. Lalalala. Eine Videokassette mit dem Titel Videoclub Mysterio gefeuert. Die ist auf. Mhm. Hier kommt er nämlich her. Bin ich ja schon mal alles abgegangen. Kann ich die Kisten mitnehmen? Wahrscheinlich nicht. Das Schlimme ist, ich muss alles absuchen, denn ich muss meine Kollegen finden. Und hier haben wir einen. Haha. Der Mund. Der Mund. Wie war das? Musste ich das Messer nutzen? Wer bin ich? Oh, der Mund. Ist das dann Rostov, die sich selbst gegessen hat? Also Irina. Ja. Okay. Ich streich mir den Namen schon mal weg. Alles mitgenommen, aber ich musste ja trotzdem hier rein. Oh, lalalo. Wie viele Batterien habe ich eigentlich noch? Ich gucke jedes Mal nach. 4 Stück. Lalalala. Lalala. Ja. Dada. Oberst Dadamon. Salut, weiße Rübe. Salut. Oder Salut. Hallo.
Mir wurde gesagt, dass sie meine Aufgabe erfüllt haben und sie haben nicht nur im vierten Stock einen Freund gefunden, sondern mehrere in verschiedenen Bereichen des Unternehmens. Ja, mehr oder weniger. Gute Arbeit, Weiße Rübe. Ich bin stolz auf Sie. Danke. Aber jetzt müssen Sie diese Freundschaften pflegen und sie beschützen. Helfen Sie Ihren Freunden, wenn sie in Gefahr sind. Beantworten Sie Ihren Ruf und zeigen Sie ihnen, dass Sie sie kennen. Sprechen Sie sie mit Ihren Namen an. Ja, jetzt können Sie gehen. Ich bin sicher, Sie haben noch viel zu tun. Ja. Unter den Tisch. Ich vermute mal, ich muss aufs Klo. Um zum Kobold zu kommen. Geht nicht auf. Ob das klug ist? Oh, oder ins Treppenhaus. Das ist auch eine Idee, die ich erstmal umsetze. Geräusch. Ich weiß, im Treppenhaus waren so eine Überwachungstypen unterwegs. Guck mal, Wasser. Leer. Zwei Bleistifte. Oh! Ach ja, laufende Minen, toll. Nein, das ist ganz doll pfui. Hör auf damit. Ich will nicht in den Schrank, danke. Nichts Nützliches. Bitte gib mir Bleistifte. Credits. Naja, gut, Credits gehen auch. Schokoriegel. Kommt da die nächste Mine? Ein Leuchtstab. So, könnte ich einfach gehen? Der Aufzug funktioniert nicht. Ja, das habe ich mir gedacht. Gehen wir doch mal alle Etagen durch. Oh, wow. Hallo? Luftballons. Erstmal einen Kaffee kochen. Auf den Schock. Und kann ich mir ein Sandwich schneiden? Wer könnte das sein? Und warum trägt er eine Teufelsmaske? Er hat eine Notiz in seiner Tasche. Die Eintrittsverkleidung ist der Yuppie-Teufel. Dieses Kostüm könnte mir noch nützlich sein. Soll ich ihm die Sachen ausziehen? Ja. Ich denke, er braucht sie nicht mehr. Sie haben einen Yuppie-Teufel-Anzug erhalten. Wer ist da? Mappy! Was tust du da? Ich nehme meinen neuen Film auf. Herr Teufel. Hey, ich suche nach den anderen. Weißt du, wo sie sind? Sosa, Rostov, Kate. Ich kann niemanden finden. Hä, Rostov haben wir schon. Sag du es mir. Ich war nicht hier. Wir wurden von der Hexe angegriffen und es war das pure Chaos. Aber ich sehe sie nicht unter den Leichen. Vielleicht sind sie entkommen. Richtig? Sie hat sie verschlungen. Nur einer blieb am Leben. Wer? Quack, quack. Ich weiß nicht genau wie, aber ich werde versuchen, Sosa und die anderen zurückzubringen. Sprach Herr Teufel.
Okay. Die zwei. Hier laufen noch alle munter rum. Hier ist noch alles beim Alten. Pool. Eigentlich müsste ich es hören, wenn hier irgendwo so eine Puppe ist, ne? Glaube ich. Hier rein. Okay. Ah. Warte. Ich hole mein Messerchen. Wer bin ich? Gesprenkelt war Tony. Mal abgesehen davon, passt das zur Etage. Okay, dann wieder raus. Warte, ich muss hier durch. Ach nein. Ich muss nicht da durch. Ich muss hier durch. Ja. Das war sowieso jetzt der Plan. Bin ich safe hier? Sie geht nicht auf. Leuchtstäbe, eine Tintenpatrone, zwei Batterien. Ich werde die Schlüssel versuchen, die Doshi mir gegeben hat. Sie verwenden Doshis Schlüssel. Was ist das für ein Ort? Hier sind mehrere alte Zeitungsausschnitte und Broschüren von SintraCorp. Auf allen ist Sintra abgebildet. Willkommen bei SintraCorp, wo Robotik kein Traum mehr ist. Eine Batterie. Und eine Packung Kaffee. Eine Videokassette mit dem Titel Videoclub Mysterio, Herr Filetto. Ich habe keine Ahnung, wofür diese ganzen Maschinen sind. Hier sind mehrere rote Teile. Könnten dies Teile eines Roboters sein? Ein Becher Wasser erhalten. Ein Becher Wasser erhalten. Auch schon leer. 01. Kornukopia-Projekt. Nach den von mir gefundenen Unterlagen erneuerte SintraCorp sein Image im Jahr 1973, indem sie einen innovativen Androiden schufen, welcher der Tochter der Sintra-Familie ähnelt. 9 funktionale Sintra-Modelle gingen durch das Unternehmen und unterstützten neue Mitarbeiter. Wäre dies das geheimnisvolle Cornucopia-Projekt? Abbruch. Nach dem Sammeln von Informationen aus verschiedenen Quellen kann angenommen werden, dass die unerwartete Zerstörung aller Sintra-Modelle das Unternehmen dazu veranlasst hat, das Projekt endgültig zu beenden. Die von ihnen entwickelte KI wurde Teil des Intranets des Unternehmens Sintranet. Wer hat alle Modelle zerstört und warum? Hat dies mit dem Fakt zu tun, dass das Sintranet korrumpiert ist? Das letzte Stück. Nach jahrelangem Durchsuchen des Unternehmens nach Teilen des Androiden muss ich nur noch ein letztes finden. Einen intakten Kopf. Es ist das entscheidende Stück, ohne dass ich dieses Juwel der Technik nicht zum Laufen bringen kann. Laut dem hier muss ich Sintras Kopf finden, wenn ich sie zurückbringen will. Das sieht aus wie ein Sintra-Roboter, aber ihr Kopf fehlt.
hier ist zugestellt. Das finde ich sehr doof. Warum darf ich nicht in den Bienenstock? Aus der 5 komme ich. Die 6 ist natürlich zugemauert. Die Tür wurde zugemauert. Die 7 ist auch nicht wirklich zugänglich. Nein, 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 komm wieder raus. Eine Limo. Nichts Nützliches. Anscheinend aufs Dach. Dach. Verschlossen. Chefetage?